Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam einen Friedhof mit Geistern zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der unteren Hälfte des Blattes. Dort zeichne ich zunächst die ersten Gräber hin. Mit einem großen Bogen, der nach unten hin geöffnet ist, können wir so das erste darstellen. Etwas weiter in die Mitte zeichne ich nun einen weiteren Bogen, um ein weiteres Grab darzustellen. Links daneben ist noch Platz für ein weiteres Grab. Dieses Mal wird es ein bisschen anders aussehen. Hier zeichne ich ein Kreuz, indem ich erstmal zwei gerade Linien parallel nach oben zeichne. Von den oberen Enden aus zeichne ich jeweils einen Strich zur äußeren Seite. Von dort aus gehe ich jeweils in einem kleinen Strich wieder nach oben zurück. Dann gehe ich nun von beiden Seiten wieder zur Mitte hin. In der Mitte angekommen, zeichne ich auch obendrauf noch in die freie Lücke ein kleines Rechteck. Auf diese Weise entsteht ganz einfach ein Kreuz. Um nun die Erde darzustellen, zeichne ich jeweils an die untere Seite eine leicht verwackelte Linie. Zeichnet sie so, dass ihr damit in einem leichten Bogen nach oben, also an die untere Seite der Gräber, rankommt. Das Ganze zeichne ich dann einmal quer durch das Blatt, um so die untere Seite des Friedhofs besser darzustellen. Wenn ihr damit soweit zufrieden seid, zeichnen wir nun an die obere Seite die Geister. Etwas weiter rechts in der Mitte beginne ich dann erstmal mit einem großen, länglichen Bogen. Die unteren Enden können hierbei jeweils ein kleines bisschen nach außen zeigen. Das untere Ende schließe ich dann mit einer gewellten Linie miteinander ab. Um den unteren Teil des Geistes darzustellen, zeichne ich ein bisschen weiter nach oben eine weitere gewellte Linie. Von dieser aus könnt ihr jetzt ein paar einzelne kleine Striche nach oben zeichnen. Um den Geist zu vervollständigen, fehlen hier nur noch die Augen und der Mund. Für die Augen beginnt ihr erstmal zwei Kreise direkt nebeneinander zu zeichnen. Diese können dabei natürlich auch unterschiedlich groß und lang sein. Für den Mund zeichne ich darunter einen weiteren Kreis. Und schon wäre der erste Geist fertig. An die linke Seite zeichnen wir nun den zweiten. Auch hier beginne ich zunächst mit einem leicht länglichen Bogen. Die untere Seite schließe ich dann ganz einfach wieder mit einer gewellten Linie miteinander ab. Direkt darüber könnt ihr nun eine weitere gewellte Linie einfügen. Dann geht es weiter mit dem gruseligen Gesicht. Auch hier beginne ich wieder mit zwei Kreisen für die Augen des Geistes. Direkt darunter kommt nun ein weiterer Kreis hin, um so den Mund darzustellen. An das untere Ende könnt ihr nun wieder ein paar einzelne kleine Striche nach oben zeichnen, um so ein paar Details einzufügen. Zum Schluss zeichne ich in die einzelnen Gräber noch ein paar kleine Schriftzüge hinein, indem ich einfach ein paar gewählte Linien direkt durch die Mitte zeichne. Das Ganze könnt ihr bei den beiden großen, rundlichen Gräbern machen. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt gemeinsam ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein Friedhof mit den Geistern ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!